Jo, Peace, Bruder, was geht? Ich bin der Marcel. Ja. Ja, ich habe eine Frage. Ey, yo, Homie, was geht? Also kann man sich hier irgendwo eine Weste holen? Was geht, Bruder? Ich rede mit dir, Arschloch. Dann nicht. Nicht schnuckliger BMX, den kann man sich doch halt nicht gönnen. Halt dich an mir fest, wenn ich an deinen Penis sauge. Ja, kann ich mitfahren? Wo willst du hin? Hast du für mich eine schnuckelige Waffe oder so? Nee, wie viel Geld hast du denn? 50.000. Dann kauf dir doch eine, hä? Also, nicht so frech, sonst hau ich Komm, dir eine komm. rein, du Lappen. Kein Problem. Ja, wenn wir ein Problem aussteigen, was hau ich dir gerade eine auf die Fresse. Steck mal aus. Ne, was denn, wenn nicht? Ja, dann hast du ein Problem. Komm, zeig mir mal das Problem. Halt dein Maul. Du Pisser, du. Mal deine Du Fresse. kleines Pisskind, du. Oh, musst du bei Polizei Weini-Weini Nö, machen? muss ich nicht. Du großer, starker Gang-Member, du. Musst Deine du Fresse. Weini-Weini machen bei Polizei? Geh mal arbeiten, du Fettsack. Weini-Weini bei Polizei? Winky Twinky? Hallo, Dorfbeifahrer. Ja. Steig mal aus, oder es knallt. Große Fresse, nichts dahinter. Komm, lass mal eins gegen eins machen. Was geht, Bruder? Meinst du, ich kann das Auto haben? Pistole? Wo ist denn die Munition? Och, bester Mann, wo hast du die? Hey, tut mir leid, Wo hast du Junge, das? tut mir leid, Kiste. Weihnachtsmann, wir lieben dich anscheinend immer noch. Aus dem Weg. Ist das eigentlich der Server von Esken? Nein, ne? Der Name wird, glaube ich, übernommen. Yo, Homies, aussteigen sofort! Er wartet mir zu lange. Hey, mein Freund, hörst du mich? Ja, Bro, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Du bist ein bisschen sehr, sehr Gambo. Sag mal, ich bin doch nicht Esken. Was ist denn los mit dir? Also, ich dachte, Esken hat mir geschrieben auf Insta, lass ein bisschen zocken. Nein, hör mir zu, pass auf. Esken ist zwar immer noch hier ab und zu, aber den Zeug Echt? zu übergeben an mich. Ja, aber da bist du falsch. Der kommt erst so gegen Samstag, Sonntag. Du bist ja einen Tag zu früh. Ach so, ja, Hättest du den okay. mal einen Tanker langziehen können, aber heute bist du ein bisschen früh. Ja, sorry, ich mach ein bisschen weniger Pass auf, Gambo. Bombidi rumschießen geht nicht, Bruder. Pass Na, Bruder, auf. der hat zuerst Call gegeben, der Ah, Typ. der kollt doch nicht, der kollt doch Doch, nicht. der gecallt. Der gecallt, eben beim Waffler hat er Stress gemacht. Du riechst genau wie Esken seinen Tanker, ich sag's dir. Pass auf. Spring dich mal kurz wieder runter hier. Gib dir noch eine Chance, aber Ja, übertreib nicht, sauber, Kollege. sauber. Vielleicht so eine geile, bessere Waffe, Bruder. Die Waffe ist richtig kacke hier, weißt du, was ich meine? Ah, damit. Guck mal, du bist doch ein guter Schütze. Schaffst du schon damit. Eskenius, das Anzeichen. Alter, wie lange das schon her ist, Junge. Das ist einfach 2 Jahre her. Oh Gott, was ist denn hier los? Ach du heiliger Scheiß. Ey, Weihnachtsmann, gib mal Auto. Stabil. Wir sind dann ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich die Weiß von damals, wenn ich ehrlich sein soll. Es hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Ging ja, glaube ich, auch gar nicht. Wenigstens kriegt man direkt einen AMG, so weiß ich nicht mal. Das macht das Spielerlebnis halt viel mehr besser. Das fördert auch ein bisschen so. Das RP meine ich. Aus dem Weg, Lappen. Ey, du Lappen, aus dem Weg. Aus dem Weg, du Lappen. Green RP hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Das Einzige, was noch fehlt, ist diese eine mit der Brille. Diese eine Frau da mit der Brille, die irgendwelche TikToks macht auf DreamRP als Supporterin. Steige ein, Bruder, ich nehme dich mit. Ey, das ist mein Auto, du steigst sofort aus. Was? Steige ein, sonst bist du tot. Hast du eine Waffe? Ja, hab ich. Steige ein. Okay. Alles, was du hast, gibst du mir jetzt. Weißt du Bescheid, ja? Okay. Ausziehen, nackig machen, alles geben. Okay. Ich hab dich im Auge. Du musst ehrlich bei mir viel finden. Alles geben, Willst du Arschloch. kriegen, oder? Du gibst mir alles. Gib her. Schneller. Warum zu lange? Hallo, warte doch mal. Ja, ich sag ja nur. Ey, Samu, 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 ich küsse leider Samu. Samu, Samu, bitte. Samu, Samu. Oh mein Gott, Mann. Bam, ist sie. Was denn? Aber ich finde, der Server ist gar nicht so schlecht. Steige ein, Bruder. Tschüss. Steige ein. Ich Eine nehme dich Mischung? mit. Ja, ich nehme dich mit. Kein Problem. Und, wohin willst du? Wo Leute sind. Wo Leute PD oder sind? so? Ja, willst du bei PD werden oder wie? Hier ist das FBI. Endo, alles geben, was du hast, sonst wäre ich ungemütlich. Sorry, ich hab nichts. Alles hergeben. Ja, komm, was soll ich machen? Gib mir alles. Ihr nicht, ihr Arschlöcher, ihr könnt euch verpissen. Du hältst deine Fresse, dumme Hey! Wer ist denn das? Ach du Scheiße. Da hat Eskin wohl wieder viel fürs Anti-Cheat investiert. 7, 8, 9, 4, 11, 12, 15, 16, 17, wo ist? Ey! Ey! Geh her, nein!
Der hat alle getötet, der tötet immer alle. Ehrlich? Was ist das, Bruder? Ich schwöre bei Gott, Elias. Bruder, bitte, was ist das? Ja, warum seid ihr wieder meine Fans? Verpisst euch mal von mir. Warum tötet? Bruder, woher wissen die, wo ich bin? Mauro, oh bam, was ist das denn hier für eine Scheiße? Bam, mal weg, Bruder, nee, was ist das? Du hast mich gerade eben getötet. So, Jungs, wie gesagt, ey, verpisst euch alle drei sofort. Okay, okay. Ein Sunk hier, wisst ihr, wo ich bin? Stream Sniper, abfahrt. Nein, ich schwöre alles, weil ich dein Leid. Wir sind die größten Hurensohn im Stream. Ja, dann bist du ein Hurensohn. Verpisst euch, habt ihr verstanden? Dann spann ich euch. Macht euch ab. Was geht, Samu? Ich bin's. Was ist dieser eine Auto, was ich damals bei Bloodline bekommen habe, wo der mir die Flitte geschrubbt hat? Falls ihr euch daran erinnert. Machen wir jetzt eigentlich hier? Irgendwie alle im Würfelpark. Außerhalb Würfelpark findet man irgendwie keinen. Was los? Grüß dich, ich bin vom FBI, ich bin zur Hilfe hier. FBI, Dienstnummer? Dienstnummer wäre die Auftrag erledigt. Ey! Bruder, ich kenne einfach keinen Roleplayer. Was für ein Bade, was sonst? Komm, wie soll das? Ich kann kein HP, ich scheiß HP gefahren, den Rennen. Ach du grüner Himmel, es fühlt sich an wie vor 2 Jahren. Jungs, hier ist Modder. Bruder, Modder hat mich gekillt, Bro, was soll das? Hallo, wie geht's Ihnen? Jo, danke dir, Sperma-Opa. Ja. Gut, dass wir hier sind, Officer. Wir haben einen Flüchtigen, der hier ein Polizistenauto geklaut hat. Oder auch nicht? Mein Lieber, ein Satz mit X. Ja? Alles klar, ja? Was ist los? Okay. Frag mal ganz blöd, warum kommen die 20 Minuten später zum Laden rauf? Ja, ist so. Wo bist du seit 20 Minuten, du Arschloch? Hast du dir die Frinte geschrubbt, wa? Die halbe Stadt ist tot und du bist nicht aufgetaucht. Ja, ich tut mir leid, ne? Du alter Sperma-Lutscher, du. Ich hab Bohnensuppe gegessen. Und hast du Bohnen-Sperma gelutscht, wa? Wenn ich mich ganz frage, sind es nicht die gerade einfach geschossen haben, dann kommen sie wieder einmal her. Ja, hab ich. Und? Was ist denn los? Umdrehen. Warum denn? Wo kommst du? Arschloch, du. Hey. Was? Permaban? Grundrückenregel. Also das ist automatisiert. Paul, da kannst du dich auf entspannt entbannen, Bruder, weil ich meine, die Apple-Situation hat es ja zugelassen, weißt du, ich meine. Du weißt, mit Esken, wir sind da cool und so, haben letztens auf Insta geschrieben, Esken hat mir seine Lebensstory erzählt, die mich nicht interessiert hat, aber... Jo, was geht, Alter? Nächstes Mal weißt du Bescheid, ja? Ja. Ah, da ist ja der Bugatti für mich. Willst du mich mitnehmen? Ja, klar, steig ein. Ja, zum Würfelpark. Weiß ich Bescheid. Hast du sauber gemacht? Saubere Leistung. Das Fahren musst du auch noch mal ein bisschen üben. Ey, du bist nicht frech zu mir, ansonsten verliere ich mich. Weißt du Bescheid, ja? Ja, ja. Jetzt weiterfahren, sonst Arsch. Mit Penetrationsstufe 5, ja? Kannst du gleich auch mal den Cops erzählen? Ja, erzähl das denn, ruf doch die Cops. Ja, gerne doch. Ja, mach doch. Ja, gerne doch. Die vermöbel ich auch alle. Liebend gern. Ja, mach doch. Arschloch. Wer bist du, Lappen? Sieh zu, dass du lang gewinnst, ansonsten gibst du einen auf die Fresse, weiß Bescheid. Okay. Abflug. Wo sind denn die Cops? Ich sehe nichts. Die kommen wahrscheinlich. Die kommen gleich, die kommen, die bangen gerade deine Mutter. Gib mal. Ja, mein Ausweis? Ja, na klar. Noch welche Wünsche? Ich weiß, wer das ist. Ey! Meine Waffe, chill, hallo! Ich glaube, der Kollege geht zu Fuß weiter. Dann mach's mal gut, ja? Dann mach's mal gut, ja? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Macht es dir Spaß noch zu streamen, dann machst du das für uns. Dieses Game könnte ich offline gar nicht zocken, ich schwör's dir. Weil Gott, ich könnte das nicht offline zocken. Also, diese, so, streamen, Chat, dies, das, Leute zuschauen, ist das Einzige, was mich noch irgendwie, was mir ein bisschen Freude bereitet an dem Spiel. Aber das Game an sich ist so tot langweilig geworden. Ist so totes ausgenuckelt worden. Jo, steig ein. Alles, was du hast, nackig machen. Nackig machen. Weg dein Arsch. Hallo. Anscheinend war jemand dein Leben nicht wert. Diese Folge bei South Park, wo der dem einen in die Eier, wo der Bart das in die Eier schießt. Du steigst jetzt sofort ein. Einsteigen. Ja, ich bin tot. Danke dir, Sperma-Opa. Bester Mann. Ja, danke dir, Sperma-Opa. Prostata-Untersuchung bekommst du sofort. Ein Piratenpflaster oder so. Was ist denn hier los, Junge? Was ist denn hier los? Reicht doch mal jetzt. Das sieht aber nach einer interessanten Geschichte aus. Amonako, du Mann. Nee, dir brauchst nicht zu helfen, Opa. Der ist nur ein. Dem brauchst du auch nicht zu helfen. Das sind, nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Okay.
Alles gut, Bruder? Bist du eingenickt? Müde? Ja, Bruder, bist du müde? Alles cool, alles cool. Ich habe hier nicht einen einzigen RP-Spieler gesehen, Bruder, war? Ich bin jetzt wie lange drauf? Wie oft bin ich gestorben? 5-mal? 10 gekillt? Mediziner haben ein bisschen versucht, aber das war auch ein bisschen nach Kacke aus, wenn ich ehrlich sein soll. Aber für diese Verhältnisse von damals ist schon gut. Also damals war auf jeden Fall noch besser, aber an dieses Niveau von damals kommt man nicht ran. Das war einfach eine andere Liga. Das war damals einfach zu krass. Auf dieses Niveau kommt man nur, wenn Eskin höchstpersönlich der Owner ist. Aus dem Weg, du Lappen. Buggy für mich sehr nett. Buggy patrouillier. Wuhu! Bleib stehen. Bleib stehen, Arschloch. Hände hoch. Der haut mir zu lange. Auto für mich sehr nett. Ach, wieder dieser Lappen. Schlafenszeit. Das ist ein geiles Gefährt. Wuhu! Aus dem Weg. Hör mal, hast du eine Vollmeise? Hast du eine Vollmeise oder was? Bam! Gibst einen Rammer. Oh, verdammt. Habe ich gar nicht gesehen. Bruder, kannst du nicht mit auf der Straße stehen? Ich habe dich gar nicht gesehen. Sorry, Mann. Du bist tot, ja, Bruder. Dann auf eine gute Weiterfahrt. Ja, geradeaus, Bruder, geradeaus, das ist gut so. Jo. Oh, Bruder. Hallo? Oh, Scheiße, ich bin tot. Danke dir, bester Projektleiter, Mann. Bester Mann. Viel Spaß. Danke dir, bester Mann, Bruder. Auto hergeben sofort. Auto her. Auto hergeben, habe ich gesagt. Oh nein, den kriege ich nicht mehr. Krieg ich den auch? Oh, Dreifach-Looping. Gekonnt ist gekonnt. Respekt, Respekt. Also, das hätte ich auf jeden Fall nicht mein Leben hin geschafft. Jo, Bruder, ich übernehme jetzt, ja? Ich denke, du hast genug Show gezeigt. War stabil, war stabil. Ich bin stolz auf dich. Jetzt raus mit dir. Du musst einfach AFK, Jax, machen. Jax, AFK. Hau rein, Brudi. Ey, was geht, Bruder? Ey, was machen wir eigentlich hier? Alter, das ist ja komplette Scheiße. Ist das eigentlich Roleplay, was wir hier machen? Oder was ist das? Herr Officer, ich hab hier einen Toten. Ich hab hier einen Toten. Ich muss hier raus. Ich hab hier einen Toten, du musst raus, kein Problem. Ey. Der moddet. Schüsse. Richtig, Mann, das muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Boah, sauber Tiger, zeig's ihm. Oh shit, Alter. Ey, Tiger, kann ich mich beim PD bewerben? Irgendwie reinkommen, das gibt's ja. Machen Sie das bitte über den D. Was für PD, Arschloch? Nee, wollen wir nicht über den D. Bruder, was ist das, ja? Warum sterben die alle nicht, Bruder? Ach du heilige Scheiße. Jetzt ist es genauso wie früher. Jetzt ist es genauso wie in den alten Zeiten. Ich glaube, die alten Zeiten wurden sogar übertroffen teilweise. Wie in den guten alten Zeiten. Genauso warst du ja. Es ist doch mal gut. Hört dir mal auf zu VDM. Es ist doch gut. Ey, kann ich PD-Waffe haben, Bruder, bitte? Bewerbungsphase beginnt hier, Kollege. Geht's? Ja, ich würde gerne mich bei PD bewerben, falls es geht. Ja, kommen Sie mal mit. Ja, okay, sauber. Ey, mach Platz, Spermahaare. Also unter anderem würde ich mich am liebsten beim PD bewerben, damit ich so eine geile PDW bekomme, um die Leute abzukellen, wenn du verstehst. Ja, dafür brauchen sie aber erstmal am besten einen Uprank. Einen Uprank, den bekomme ich, ob ich mir sicherlich direkt, oder, Herr Officer? Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Bester Mann. Auf das PD ist hier im Verlass. Warten Sie ganz kurz, ich berate mich kurz mit meinem Kollegen. Jo, mach das. Mit Spermahaar? Ja. Ja, okay. Und Spermahaar, wie geht's? Ich hoffe, Sie sind nicht vorbestraft oder? Ah, ja, klar. Ja, was heißt nicht vorbestraft? So, hab schon so heute so 30, 40 Menschen umgebracht, aber berechtigt, ne? Also, das passt erstmal. Haben Sie schon Vorerfahrungen im Bereich Polizei oder ähnliches? Ja. Ich bin zwar schon bestimmt 50 Mal aus dem PD geflogen, aber Erfahrung habe ich trotzdem. Ja, ich glaube, ich kenne Sie sogar ein bisschen. Dann wissen Sie, dass ich die Qualität habe, denke ich, oder? Sie haben auf jeden Fall die Qualität. Ich glaube, direkt als Kommissar kriegen Sie dann auch so eine schöne Spezialkarte. Oh, Tiger, du weißt ganz genau, wie es läuft. Wollen wir auch nicht lange um heißen Brei reden, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Ja, willkommen in der Polizei. Sauber, Tiger. Und die Uniform, muss ich da was anziehen? Uniform, ich begleite Sie kurz runter. Ja, klar doch. Ist.
Mach mal Leitungsebene, das passt schon. Oder chill mal, Alter, was ist Servix? Ich hab gleich die PDW, dann geht's richtig zur Sache. Da gibt's eine totale Reinigung. Dann zeig ich dir die Waffenkammer kurz und dann geht's ab zur Razzia. In 5 Minuten ungefähr ist eine Versammlung in der Garage. Ja, die Razzia wird wahrscheinlich auch super funktionieren, ohne dass wir gestört werden, denkst du, oder? Ja, bestimmt. Lass mal laufen, das ist mir irgendwie viel zu Zeit. Ja, okay, komm. Hier drin kannst du dir, glaube ich, alles kaufen, außer die Sniper und so, die kriegst du von mir. Boah, Tiger, du weißt ganz genau, wie es läuft. Ich habe ein Dispatch bekommen, was ist da los? Ich weiß nicht, aber die Razzia ist erstmal wichtiger. Ja, klar, doch. Wir haben über 2 Millionen Schwarzgeld und alles von den Kopf. 2 Millionen Schwarzgeld, dann können wir das Deck selber verpulvern, oder? Ja, wir können eine Koksparty schmeißen. Du bist der Chief, oder? Ja, korrekt. Sauber, so ein Chief, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Schnauze, du Pisser. Du zählst. Ja, jeder hat gekündigt, der jetzt nicht herkommt. Das reicht, es langt. Das ist ja ein wichtiger Notfall. Ach so. Hast du halt nicht schon die Windel gewechselt? Wechsel, was gewechselt? Deine Pampers! Wurde gewechselt? Nee. Ne? Nee. Ey, Chief, der hier braucht eine neue Pampers. Die muss erstmal gewechselt werden, bevor wir losgehen können. Also die Bundeswehr kommt auch noch vorbei und dann reiten wir ein. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Und wenn die nicht vor Ort sind, dann jagen wir sie durch die ganze Stadt. Da die Scream Sniper. Die werden direkt mal gejagt. Das reicht mir jetzt mit denen. Oh. Bruder, knall mal nicht die halbe Stadt weg, Alter. Du kannst gleich Sinaloa wegballern. Ja, okay, sorry, Bruder, sorry. Alles gut, alles easy. Sorry, besser, Mann. Fahrzeug auspacken, PD2. Der Dispatch wird angefahren. Und wie findet ihr das Roleplay? Also, ich bin jetzt positiv überrascht, bis jetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Machen wir das ja am besten. Da überlege ich mir mal, was Schnuckiges, oder? Das sieht doch hier nach was Gutem aus. Dann schauen wir mal, was da läuft. Aha. Ich verstehe diese Geschichte. Ey, jo, wer bist denn du? Polizeichef. Chief, ich bin beim Laden rum. Ich klär den, dann komm ich, ja? Ja, wir wollen gerade eine Razzia machen, die Bundeswehr kommt. Ich komme sofort, 2 Minuten. Ich erhege das, dann komm ich, ja? Jetzt auch da. Ja, jo, ist erledigt. Hallo? Ja, Chief, was ist denn los? Ich hab zurück zum Polizeirevier. Ich hab beide erledigt, Chief. Wir können... Guck mal, die Gefahr ist doch eliminiert. Am besten die beiden abführen, weißt du? Ich meine, in den Knast und dann passt. Ja. Weil die hatten eh keine Geiseln. Ich meine, deswegen, ich habe das vorher schon gemerkt. Was geht denn hier vor sich? Hä, wieso? Wir haben keinen Terrorstatus mehr. Terrorstatus, sofort Hände hoch. Ansonsten werde ich ungemütlich. Hä, wieso das? Hä, du Arschgeburt. Sofort festnehmen. Den lassen wir die Seife aufheben. Oh, wer ist denn diese Pappnase hier? Wer bist denn du? Aus, ihr Arschloch. Ich hab nichts dagegen. Ich hab nur einen Basil, der ist legal. Ey, hör mal zu, du Grünschnabel. Den Basil schiebe ich dir gleich in deinen Popo. Dann zeig ich sie an wegen Vergewaltigung an einen Menschen. Wenn die wird auch konfisziert, kriegen sie später wieder. Wird alles konfisziert. Abführen, diese Arschlöcher. Chef, dann lässt du die Seife aufheben, oder? Klar. Gute Arbeit, Sperma. Weil ihr ganz viele Scheiße. Ey, du bist nicht frech, ansonsten lernst du Knüppel kennen, weißt du Bescheid, ja? Auf dich zu beschweren, deine Haftstrafe wird sonst verdoppelt. Ja, hast du den Chief gehört, ja? Chief, ich würde sagen, wir bringen den Knast, dann gebe ich ihnen eine extra Behandlung, oder? Was sagen sie dazu? Solange er keine Scheiße macht. Ja. Mach keine Scheiße. Also werden wir gleich hier feststellen, ob du eine Scheiße machst oder nicht. Okay. Ja, wie kann ich denn das beweisen? Das werden wir gleich dann sehen. Wie meinst du? Ja, gleich sehen wir das hier. Aber wie? Ja, gucken wir gleich. Okay. Ich glaube, wegen so einem Arschloch. Sperma, was hast du gesagt? Ja, mit dir hab ich nicht geredet, aber okay. Kannst du ja, hast du wohl nicht die Klöten nochmal das zu wiederholen, oder? Ja, angepisst, was? Angepisst? Ey. Bruder, das geht auch nicht, ne? Bitte, zu den Kollegen bist du fein. Hä, Bruder, was denn? Der redet OC. Echt? Ja, der sagt wegen mir geht dir alles kaputt. Die ist das und so, labert der zu mir. Ja, dann kann er liegen bleiben, würde ich behaupten. Ja, lass ihn liegen. Ich kümmere mich gleich um ihn. Weiß ich mal, ohne Grund so. Das finde ich nicht cool. Bla, bla, bla. Macht einfach weiter, Jungs. Habt Fun, Digga. Macht jetzt die Razzia. Ich will Action sehen. Ja, natürlich, natürlich. So, wir steigen hier schon mal ins Fahrzeug ein. Sauber. Aus dem Weg, Dreckesuch. Ich kümmere mich um Leute, die uns hier in Bedrängnis bringen. Chef, die krallen wir uns jetzt, oder? Stehen bleiben, aussteigen. Sofort aussteigen, Arschloch. Aussteigen, Arschloch, sonst... Okay. Aussteigen. Ey, Arschloch, aussteigen, sonst puste ich dir die Birne weg. Hans, komm jetzt bestimmt rein. Okay. Rein da, ins Gebäude. Okay, Chef, die krallen wir uns jetzt, oder? Natürlich. Chef, schnapp ihn dir. Ich geb dir Rückendeckung. Chef, ich habe das Gefühl, die wussten, dass wir kommen. Aus heiterem Himmel. Schnappt ihr euch, Tiger.
Im Funk wurde gesagt, im Keller. Fragen, Leute. Ja. Erschießen und dann, ja genau, das ist die richtige Angehensweise. Hier rüber und jetzt hier rein links. Chef, das hört sich wieder nach Paul Allen Spezi an. Wo? Schüsse wo? Bundeswehr. Hey, Junge. Darauf jetzt umgeschossen. Gefahr eliminiert. Ja, Jungs, da habe ich aber ein bisschen mehr erwartet, wenn ich da ehrlich sein soll. Was ist das denn? Die eine Leberwurst, das war's? Oh, wie sind die denn gestorben? Die haben rumgeballert und dann sind die wahrscheinlich ein Kilo runter. Hier rechts runter. Ja, wussten wir nicht. Hier ist doch gar keiner. Hä? Ach Mann. Alter, benimm dich mal. Hier ist keiner. Chef, hier ist ja gar keiner. Ich hab grad mal durchgesagt, ich weiß nicht. Samu? Ja, ich war grad Samu Jackson auf der Leinwand. Was läuft da? Was soll das? Samu Jackson! Eskenius oder was? Der einzig wahre? Kann das nicht gucken, Bruder, weil die. Bruder, ihr müsst ja Modder bannen, Bruder, seid ihr lost? Einer macht das ganze Zeit bei euch. Der Server muss aber echt ein richtig miserables Anti-Cheat haben, oder? Oder beziehungsweise gar kein Anti-Cheat haben. Geile Razzia, Bruder, die war richtig geil. 10 von 10. Die beste Razzia aller Zeiten. Ich sehe, das tat mir schon vor mir. So eine Razzia gab es noch nie in GTRP. Anwärter, beim nächsten Treffen kriegen sie auch eine Einsatz-PDW. Solange der Terrorstatus gilt, werdet ihr auch. Einmal bitte hier links raus, genau. Super. Ey, du hältst dich Schnauze, hab ich gesagt. Sinaloa-Kartelle hält den Terrorstatus. Haben Sie den Kollegen nicht gehört, was er gesagt hat? Schnauze halten! Ey, Arschloch, kommst du mir? Steig ein. Ja, so ist brav. Du kleines Terroristenstück, du. Zum Gefängnis. Ist jetzt mit den anderen? Nein, nicht zu dem Gefängnis. Du kleines Terroristenstück, du. Schämst du dich nicht? Ich weiß nichts. Ich weiß ja, los war. Ja, genau. Das war der Weihnachtsmann, oder? Das war der Weihnachtsmann. Ich weiß gerade ehrlich nichts. Von nichts wegen hier, keine Ahnung, Terrorstatus oder so. Du gehörst dazu Sinaloa oder nicht? Ich gehöre dazu, aber ich weiß gerade nichts davon. Ey, mich lügst du nicht an, ja, sonst verprügel ich dich. Hast du mich gehört? Wir sollten von dem PD-Lab warten, bis die Razzia vorbei ist. Ey, du kleiner Grünschnabel. Ja, die Razzia war nicht so erfolgreich, deswegen wird die jetzt anders eingestuft. Ja, jetzt gibt's Terrorstatus. Und ihr hebt die Seife erstmal 10 Jahre lang auf. Jetzt zum richtigen Gefängnis hinten in der Wüste. Du kriegst 15 Jahre Haft, bist mit einverstanden, oder? Nein, tatsächlich nicht. Und was willst du dagegen machen? Oha, das ist Korruption. Beleidigung. Halt deine Fresse. Also einmal würde ich gerne eine Anzeige stellen wegen Beleidigung. Du bist ein Terrorist, du hast keine Rechte mehr hier in diesem Staat. Du hast keine Rechte mehr, du Arschloch. Du bist Abschaum, du bist Abschaum. Abschaum bist du. Man darf Leuten keine Menschenrechte wegnehmen. Ey, du bist kein Mensch, du bist ein Terrorist, das ist was anderes. Du bist ein Terrorist, du bist kein Mensch. Auf dem Anwalt und so weiter. Du hast auch kein Recht, ja genau, kein Recht auf den Anwalt. Du wirst mit sofortigen Maßen 15 Jahre lang mindestens Seife aufheben und danach lebenslänglich. Bekomme ich wieder, wenn ich wieder rauskomme, ein Basic? Basic, ich glaube, du träumst. Wenn du wieder rauskommst. Wann kommst du denn überhaupt raus? Du wirst nie wieder rauskommen. Der wird auch schön mit Handschellen noch in die Einzelhaft. Ja, dann verprügeln wir noch mit dem Schlagstock halt alle gemeinsam. Nein, wenn wir wem anders haben, dann sollen die aufs Gut miteinander kämpfen. Bei ja, genau. Wir lassen die gegeneinander kämpfen. Nackig am besten, nackig. Das ist sehr große Korruption. Was für Korruption, du Arschloch. Du bist ein Terrorist. Du hast keine Rechte. Beschwer dich gerne beim Präsidenten. Beschwer dich gerne beim Präsidenten, der das Ganze geschworen hat. Arschloch, raus mit dir. Ansonsten gibt's direkt einen Schlagstock. Da blutet schon das Arschloch, wie ich mitbekommen habe. Gibt's auf jeden Fall jetzt eine spezielle Behandlung, würde ich sagen. Oben die Zellen sind auch schlimmer. Was meinst du, Pampershose? Ja, da haben wir denn noch. Haben Sie einen Defibrillator dabei? Oh, das sieht aber nicht nach Defi aus. Nee. Das sieht mir nicht nach einem Defi aus, wenn ich ehrlich sein soll. Das sieht mir eher nach was anderem aus. Das sieht eher aus wie Anti-Cheat-Recht durchbezahlt. Ach, da? Na, da haben wir den noch. Oh, was ist denn da los? Oh. Das Spiel ist zu Ende, weißt du Bescheid, ja? Du benimmst dich nichts mehr, ansonsten gibt's eine Nackenschelle. Okay? Weißt du Bescheid? Hast du gehört? Hans, komm raus. Ja, klar. Gleich komm raus. Auf dem Boden, Arschloch. So, ich schau jetzt ab. Jungs, ich bedanke mich. Ich denke, das war beschissen wie immer. Mehr habe ich auch nicht erwartet. Alles klar. Haust rein. Oh, sorry. Puh, ich hatte so Bock, die Birne wegzuballern. Boah, Chief, Alter, was ist das denn für ein geiles Gefährt? Du nimmst mich direkt mit, oder? Let's go, was ist das denn für ein geiler Monitor, der in der Luft schwebt? Ja, das ist so von Lamborghini, keine Ahnung. Ist das Hightech von Jahr 2300 oder wie? Beziehungsweise Audi. Ja, natürlich. Ja, wie schwebt das denn in der Luft? Durch so eine Stange hinten, durch Magneten und so. Ah, magnetische Funkwellen, ich verstehe. Wer sind denn die Kollegen? Naja, die haben... Sorry.
Sehr schön, sehr schön. War da noch einer? Nicht in diese Stadt. Mhm. Dispatch, Dispatch, schnell dahin, schnell dahin. Also, er ist tot. Chief, was ist denn passiert? Chief, nicht so gut, aber ich habe noch einen Termin, deswegen raus aus meinem Lambo. Jo, geil, hat sich mal gelohnt. Bruder, bitte mach doch nicht auf mich, ja. Bitte, mach doch auf andere. Warum machst du auf mich? Du Geburt. Auto gleich am Arsch. Das ist so, als wäre ich im Krieg am Monaco. In Andorra wird er direkt eliminiert. Nicht eliminiert. Aber wie? Ich dachte, du hast gesagt, alles sind Terroristen. Die sind festgenommen. Wir müssen sie nicht eliminieren. Aber du hast doch gesagt, Terrorstaat, alle abknallen. Ich habe gar nichts gesagt. Also, das war der Chef. Der Chef hat es gesagt. Ich habe nur Auftrag ausgeführt. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Eine Beschnackung anscheinend. Die Beschnackung mit der PL, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Die Weste ist identifiziert, jetzt die PL. Zügel deine Sniper, sonst gibt's eine. Ja, klar doch. Bis später. Habt Spaß, aber übertreibt nicht deine Rolle, Bitch. Let's go. Die Sniper muss anscheinend gezügelt werden. Es tut mir leid, Officer. Es tut mir leid. Terrorstatus gegenüber Sinaloa-Kartell. Geil, Zuckerpose, das ist die... Weißt du, was das für eine Pose ist? Das ist die... Server bietet kein RP und keinen Bock, mich anzustrengen, Pose. Wollen wir zur Razzia fahren? Was denn für eine Razzia? Eine Familie. Ja, noch eine komplette Familie auseinandernehmen. Okay, komm. Anscheinend sind sie in der Razzia, wenn ich kein Ding. Boah, geile Razzia, Bruder. Die Razzia geht ja richtig ab. Komm, wie der hier aussieht. Hey, yo, was geht hier ab? Wissen Sie, was hier abgeht? Oder ich fliege durch die ganze Map Autos. Das Einzige, was der zu bemerken hat, ist, dass ich da RDM angeblich. Irgendwelche Troller. Oder dann durch den Server fliegen die ganzen Autos rum. Guck mal diesen Kack hier an. Der Server bricht zusammen. Oh, das Auto ist, glaube ich, flutsches. Genau in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er die Autos geklärt. Du dummer behinderter Penner, kannst du mal aufhören damit? Ja, Bro, was soll ich denn machen? Bockt die halt nicht an überall auszuspawnen, dann kann man halt nur erdämmen. Ja, aber du kannst nicht, Bro, du kannst nicht mit der Sniper rum. Ich hab den einen erdämmt, Bruder, weil der halt Troller war. Nackig mit auf BMX, Bruder. Nackig auf BMX. Auto für mich? Oh. Der Server ist am Brennen, Bruder, und das Einzige, was dich interessiert, ist die zwei Leute, die ich erdämmt habe. Guck mal, die Fresse ist hier eingeschlagen. Oh, geil, Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Ah, Sinaloa, geil, dann können wir die Razzia fortführen, lass mich mal hier. Können wir direkt mit der Razzia anfangen? Ah, oh, Bruder, ich wollte Razzia machen. Ja gut, ich denke, da gibt's nur eine einzige Lösung. Ein Auto, ein Auto, ein Auto. Ein Auto. Hey, du Gott, du. Auf dem Boden mit der Officer ist hier. Gefällt er mich? Auf dem Boden, Arschloch. Digga, alles an der Ende und die Wurst hat zwei. Nein, nein, Bruder, Bruder, ich hör auf, bitte. Letzte Chance. Ja, aber ey, mach keinen Scheiß. Ja, okay, letzte Chance. Ja, aber dir vertrauen wir nicht. Ja, klar, klar. Als ob man mir nicht vertrauen kann, Bruder. Wir stehen ja auf der Straße, vielleicht, das ist das Problem. Wer kommt nein, Bruder, kannst du mir vertrauen. War auf jeden Fall nicht der Projektleiter. Ich denke, das war genug Eskin Power für heute.